zusammen, wir sind wieder mal zurück hier auf Berg. Ihr seht schon, unser Ohnezahn ist zurück. Außerdem hat Joran frische Beute. Hier sehe ich natürlich, hier können wir auch wieder mal komplett zuschlagen. Da würde ich sagen, werden wir natürlich wieder mal richtig Action machen heute. Und zwar sind unsere reisenden Drachen auch alle zurück. Aus dem Grund würde ich sagen, legen wir natürlich erstmal los, sammeln hier unsere Ressourcen ein. Trotzdem, ich sagen muss, Fischtechnik, oh, da sieht es ganz schön derbe aus. Also wir haben natürlich wieder mal ein hammerfettes Lager. Von daher müssten wir da natürlich erstmal gucken, ob wir vielleicht den einen oder anderen Fisch hier an den Mann bringen können. Das wäre natürlich eine coole Sache, aber wie gesagt, ich weiß natürlich noch nicht so genau, für wen wir uns da entscheiden könnten hier am Ende. Den schicken wir erstmal nochmal los und dann würde ich sagen, gucken wir hier erstmal durch, ob wir hier vielleicht noch einen bei haben, den wir mit ein bisschen Fisch unterstützen können. Aber ich glaube, sieht gerade nicht ganz so prall aus für uns. Von daher müssten wir natürlich gucken, was wir hier mit unseren Materialien am Ende so machen. Ich meine, fischtechnisch sieht es natürlich gerade doch schon relativ bescheiden bei uns aus. Den können wir erstmal pimpen, hier unseren Todsinger, das werden wir erstmal machen. So haben wir nämlich erstmal wieder ein bisschen Luft, können natürlich jetzt auch erstmal wieder ein bisschen Fisch einsammeln. Ich denke, das ist wichtig. Wie sieht es hier aus, können wir den auch noch füttern? Nee, können wir nicht. Von daher haben wir erstmal soweit alles richtig gemacht, muss ich sagen. 231 Mille Fisch haben wir noch auf Tasche, 369 Mille Holz. Also ich glaube, das sieht erstmal ja nicht so verkehrt aus. Ich weiß nicht, was wollen wir jetzt machen? Ich würde sagen, als allererste checken wir natürlich erstmal hier unseren grünen Tod, sammeln hier den Gegenstand ein und schicken den für 12 Stunden nochmal, für 8 Stunden nochmal neu los. Wir switchen gleich mal rüber zu unserem Immerflügler. Der hat nämlich hier auch wieder mal ein bisschen was zu tun. Diesmal für 12 Stunden, wie gerade schon erwähnt. Also da haben wir das erledigt. Dann können wir hier erstmal unsere reisenden Drachen checken. Ich würde sagen, das werden wir auch erstmal tun. Haben hier ein Zahnrad mit unserem Sturmpfeil Weibchen am Start und hoffen natürlich auf den nächsten Gegenstand. Ich weiß nicht, wie sieht es hier aus. Hier kriegen wir am Ende entweder ein paar Runen oder diese komische Drachenei. Ich hoffe natürlich, dass am Ende die Runen bei rauskommen, aber das sieht gerade so aus, dass es das Ei wird. Das ist natürlich wieder mies. Gut, sagen wir, werden das erstmal ausbrüten und werden das dann auch gleich mal freilassen. Holen uns hier die 40.000 Fisch und schicken den Kollege natürlich erstmal nochmal auf die Reise. Oder wir können es ja eigentlich erstmal lassen. Wir können erstmal abwarten und Tee trinken. Ich würde sagen, wir checken erstmal hier den nächsten Drache, können hier auch erstmal am Rad drehen und hoffen natürlich hier am Ende auf diese Zahnrad. Also ich meine, die Drachenei haben wir schon, die Runen wären auch nicht verkehrt, aber das Ei wäre schon eine miese Sache. Von daher sammeln wir hier die 8 Runen erstmal ein. Ich würde den natürlich gerne noch ein bisschen füttern, aber ihr seht natürlich, fischtechnisch haben wir nicht genug am Start. Von daher würde ich sagen, schicken wir den auch erstmal wieder mal auf die Reise, haben dann den nächsten erstmal am Start und zwar unseren Fleischklops. Können hier gucken, was gibt es hier, 2 Runen, gut, okay, da sagen wir erstmal, wir schicken den erstmal mal los und sagen, bleiben und kämpfen. So, in 2 Stunden sind wir schlauer. So, das haben wir erledigt. Checken dann natürlich erstmal hier die Lage, aber da muss ich ganz ehrlich sagen, hier schlagen wir heute auf keinen Fall zu. Das ist mir auf jeden Fall alles ein bisschen zu teuer, von daher kann Johann sein Stuff auch erstmal behalten. So, außerdem wollte ich natürlich nochmal gucken, welche Drachen können wir noch trainieren, wie viele Drachen sind noch im Training. Einen haben wir noch drin, 3 können wir noch trainieren bei Valka. Wie sieht es da aus? Oh, da können wir auch noch einen drin stoppen. Da würde ich fast sagen, entscheiden wir uns für den Staubwühler. Nicht für den Staubwühler, sondern für Junior Taphnos. Junior, 12 Stunden dauert es. Ich denke, das wäre eine Option. Also ich weiß nicht, was sagt ihr? Ich denke, das machen wir. Schicken den erstmal los für insgesamt 12 Stunden. Drückt mir die Daumen, dass da am Ende was bei rauskommt. Cool wert natürlich. So, außerdem habe ich natürlich wieder mal eine ganze Menge am Start. Eine ganze Menge Drachen, die ich natürlich bei Valka hatte. Von daher müssen wir dann natürlich zusammen mal gucken, was können wir da hier und heute noch so tun. Haben wir vielleicht die Option, vielleicht den einen oder anderen Drache nochmal ins nächste Level zu katapultieren, um den natürlich zum Titan zu pimpen. Also wie gesagt, ich glaube 3 oder 4 Drachen hatte ich bei Valka. Von daher würde ich sagen, gucken wir da natürlich erstmal nach und machen uns natürlich ein Bild davon. Hier kriegen wir erstmal wieder ein Stück Eisen. Das nehmen wir mit und schicken unseren Muffel. Wir können das doch erstmal anders machen. Und zwar habe ich meine Akademie hier aufgewertet. Ich meine, ihr habt das mit Sicherheit schon gesehen. Ich kann jetzt hier raufklicken, mache kurz vorher nochmal kurz einen Screenshot.
Und dann würde ich sagen, werden wir hier auf alle Fälle nochmal gucken, was so geht. Die große Schmiede haben wir auf alle Fälle erbaut. Ich klicke hier einfach mal ruf und dann haben wir sie. Große Schmiede Level 1 ist am Start. Das heißt natürlich, du kannst neue Wikingergebäude aufwerten. Das ist natürlich cool. Cool wie die Sau. Da sagen wir erstmal, okay, hier haben wir jetzt die Schmiede am Start. Sieht optisch natürlich geil aus. Also mir gefällt sie auf jeden Fall riesig. So, da haben wir noch einen Screenshot gemacht und dann würde ich sagen, legen wir natürlich erstmal weiter los, können jetzt natürlich noch ein bisschen was machen, können hier natürlich auch noch ein bisschen was aufwerten, du brauchst mindestens 15 Drachen auf Level Nummer 112, okay, hier können wir aber noch ein paar Gebäude bauen, wenn wir wollten, also ihr seht dann natürlich, dass hier eine ganze Menge hier zu bauen ist, ich weiß nicht, was kostet der Spaß? 200 Eisen, Alter, was ist denn hier los, das ist ja wohl mega krank. Jetzt ist mein Tablet umgekippt, das tut mir natürlich auch leid. Oh Mann, heute ist ja voll Chaos. So, dann würde ich sagen, schließen wir das erstmal wieder. Und dann würde ich sagen, machen wir auch erstmal weiter hier. Ich meine, klar, ist gerade ein bisschen bitter. Wir können natürlich noch ein paar Gebäude aufleveln, aber ich muss sagen, das lassen wir erstmal sein. Wir checken hier erstmal die Lage, sammeln erstmal unser Mysterium-Paket ein und holen hier uns natürlich alles, was wir bekommen können hier am Ende. Ich weiß natürlich nicht, was dabei rauskommt, aber ich denke, erstmal ist es soweit relativ sinnvoll. Oh Mann, weg damit, würde ich sagen. Dann checken wir natürlich erstmal die Drachen, die bei Valka waren, drehen hier erstmal am Rad und gucken natürlich, was da am Ende bei rauskommt. Hier haben wir wieder mal komplett Pech, haben auf jeden Fall richtig verkackt. Ich hoffe natürlich, dass es bei den anderen Drachen vielleicht ein bisschen besser wird. Hier haben wir noch den schnellen Stachel, wenn mich nicht alle täuscht. Hier drehen wir auch erstmal am Rad und gucken hier natürlich hoch nach. Aber wie ihr seht, haben wir auch hier extrem viel Pech. Sagen hier erstmal einsammeln, lassen den jetzt erstmal hier auf Berg und dann würde ich sagen, gucken wir natürlich nach, ob wir vielleicht den einen oder anderen noch so pimpen können. Ich weiß nicht, welche Drachen waren noch bei Valka, aber ich glaube, zwei haben wir auf jeden Fall noch am Start. Und zwar die beiden Kollegen. Würde ich sagen, drehen wir hier erstmal dran, gucken hier natürlich und den machen wir auch gleich mal zum Titandrache. Das ist natürlich umso geiler. Den Speichlons haben wir als Titandrache hier am Start auf Level Nummer 52, hier sind wir erstmal fertig und dann könnten wir den natürlich erstmal nochmal ein bisschen pimpen. Ich würde sagen, machen wir, könnten den für 22 Stunden 25 Minuten nochmals trainieren. Ich weiß nicht, 13,3 Mille könnten wir uns ja leisten. Wäre natürlich ohne Option, aber ich würde sagen, vorher checken wir natürlich hier den nächsten, unseren süßen Tod und gucken danach. Aber wie ihr seht, haben wir hier wieder mal extrem viel Pech gehabt. Holen uns hier die 4,37 Mille Fisch und dann würde ich sagen, lassen wir den auch erstmal auf Bergeklub. Weitere Drachen hatten wir hier nicht zum Titan-Training, also wenn mich nicht alle täuscht. Den können wir noch leveln. Oh, du musst deine Akademie auf 14 aufleveln. Okay, das heißt, die Akademie müssten wir natürlich erstmal noch ein bisschen aufwerten. Aber dafür müsste der Drache natürlich erstmal zurück sein. Von daher überlege ich gerade, was ich machen soll. Aber ich würde fast sagen, das kann uns egal sein. Den schicken wir erstmal nochmal auf die Reise. Und dann würde ich sagen, gucken wir natürlich nach, ob wir noch die ein oder anderen Drachen hier vielleicht so ja ein bisschen pimpen können. 23 Stunden 5 Minuten wäre eine Option. 20 Stunden 30 Minuten. Dann würde ich sagen, sammeln wir hier erstmal unser Eisen ein und könnten dann natürlich unser Muffel erstmal neu losschicken. So, dann haben wir das erledigt. Was machen wir dann? Ich würde fast sagen, entweder sagen wir, wir investieren hier nochmal ein bisschen Watt, insgesamt 360 Mille Holz, um hier nochmal Eisen zu sammeln. Oder wir gehen erstmal eine Keilerei. Ich denke, das ist fast die sinnvollere Variante. Wir checken erstmal unsere Pakete, sammeln hier erstmal ein. Alle die, die wir hier am Start haben, 3 3-Stunden-Pakete haben wir hier. Von daher würde ich sagen, werden wir die erstmal einsammeln und gehen dann natürlich in den Fight und gucken, ob wir hier eventuell noch den nächsten Sieg nach Hause holen. Das kann ich natürlich erstmal noch nicht versprechen, aber ich denke, am Ende haben wir hoffentlich ein bisschen Glück, können hier am Ende irgendwie den Sieg nach Hause holen. Ich meine, geil, wert, versprechen kann ich nichts. Von daher lassen wir uns natürlich erstmal überraschen und werden erstmal gucken, was für Gegner kommen hier erstmal auf uns drauf zu. Naja, leicht wird es auf jeden Fall nicht, das kann ich euch gleich sagen.
So, dann würde ich sagen, legen wir erstmal los. Wen greifen wir an? Ich würde sagen, der Kollege ist erstmal dran. Ne? Und dann warten wir natürlich ab. Was macht der Gegner? Ach nee, wir sind nochmal dran mit unserem Darkus Grill. Da würde ich sagen, gehen wir gleich mal hier auf den leuchtenden Fluch und warten jetzt natürlich ab, was der Gegner macht. Das war natürlich nicht so geil. Das war natürlich auch, naja, nicht ganz so cool. Cooler wäre, wenn sie immer so verschiedene Drachen angreifen. Das war natürlich auch bitter, weil wir jetzt keinen Angriff mehr haben. Aber gut, okay, so ist es eben. Jetzt können wir erstmal die Attacke rausklatschen. Ich denke, das ist sinnvoll. Und dann sind wir natürlich gleich nochmal dran mit unserem Dagus Grill. Da würde ich sagen, gehen wir erstmal hier ruf. Jetzt müssen wir natürlich Aktionspunkte technisch ein bisschen was zusammensammeln, um am Ende dann hier den Sieg nach Hause zu holen. Ich meine, geil wert, wenn da was geht, wenn wir da irgendwie am Ende ein bisschen Glück hätten. Was ich natürlich erstmal noch nicht versprechen kann. Wir greifen erstmal den an. Was machen wir dann? Würde ich sagen, greifen wir erstmal den an. Dann würde ich sagen, gehen wir nochmal auf den hier ruf. Haben dann eigentlich soweit gute Karten. Klar, wir müssen gucken, wenn der Gegner uns jetzt komplett platt macht, sind wir auf jeden Fall komplett am Arsch. Aber ich hoffe natürlich, dass wir hier am Ende irgendwie noch ein bisschen Glück haben und mit unserem Donnertrommler hier die Spezialattacke rausfeuern können. Aber ich weiß natürlich nicht, ob es am Ende reicht, ob wir da Glück haben. Aus dem Grund können wir hier die Action machen. Aber ich würde sagen, nö, das lassen wir. Wir greifen erstmal den an. Und hoffen jetzt natürlich, dass wir komplett ausflippen können. So sieht's aus. Das heißt nämlich für uns, dass wir hier drei Gegner mit eben Schlacht kaputt machen. Das heißt natürlich, den Sieg haben wir hier in der Tasche. Alle bestens, alle soweit schick. Die Pokale nehmen wir erstmal mit. Und dann würde ich sagen, wir haben mal 3-Stunden-Paket natürlich auch erstmal nochmal mit einsammeln. Dann haben wir das nämlich auch am Start. Könnt ihr gleich anfangen freizuschalten. Das werden wir mal, gleich mal machen. Und dann würde ich sagen, checken wir natürlich noch unseren ohne Zahn. Gucken hier nochmal rein, was gibt es hier für uns? Was hat der mit am Start? 7 Mille Holz ist natürlich nicht so pralle. Von daher würde ich sagen, lass mal den gleich nochmal ein bisschen was suchen. Ich weiß natürlich noch nicht, was soll er tun, was soll er machen. Aber ich würde fast sagen, dass wir uns... Boah, für wen wollen wir uns entscheiden? 18 Stunden wäre eine Option, der Schwertstähler. Ich würde sagen, machen wir auch erstmal. Schicken den erstmal los, unseren ohne Zahn für 18 Stunden und hoffen natürlich, dass da am Ende was bei rauskommt. Außerdem haben wir natürlich noch den ein oder anderen Drache, den wir hier aufgelevelt haben, und zwar den katapultierenden Kumpan. Dann haben wir unseren Schnapper und dann haben wir hier noch unseren Zahnmeister auf Level Mo 75. Können den für 88 Mille trainieren. Wäre natürlich ohne Option. Einen Tag, 20 Stunden dauert's, aber ich denke, vielleicht sollten wir uns hier erstmal ein paar andere Drachen suchen. 5 Stunden 35, ich würde sagen, das machen wir erstmal. Nee, das machen wir erstmal nicht. Ich suche mal hier unten, ob wir hier unten vielleicht den einen oder anderen finden, den wir hier noch ein bisschen hochleveln können. Einen Tag 10 Stunden, einen Tag 10 Stunden. Würde ich sagen, trainieren wir den. Dann trainieren wir den. Und dann trainieren wir gleich den noch mit. Jeden Tag 9, dann passt das, denke ich. Dann haben wir auf jeden Fall wieder mal 4 Drachen im Training. Das Coole daran ist, wir haben noch unsere 360 Mille Holz auf Tasche. Das heißt nämlich, dass wir hier unseren eisigen Kältegronkel gleich nochmal losschicken. Dann haben wir das nämlich auch erledigt. Könnten dann natürlich eigentlich nicht mehr so wirklich was machen. Klar, das Einzige, was uns eigentlich noch einfällt, wäre, hier dieses nächste Paket einzusammeln. Das werden wir erstmal machen. Gucken da natürlich erstmal rein, was gibt es hier für uns. Ich mache mal kurz nochmal einen Screenshot. Und dann würde ich sagen, werden wir das erstmal öffnen. Oh, 20, 80 Mille. Okay. Haben wir eigentlich gut, der aber abgestaubt. Exklusive Drachenreiter. Das wollen wir erstmal überspringen. Haben das dann soweit erledigt und sehen uns dann auf alle Fälle im nächsten Let's Play wieder. Wie gesagt, wir haben halt erledigt, sind für heute durch. Wenn euch da noch irgendwie ein bisschen was einfällt, dann tackert da mal was in die Kommentare. Wäre auf jeden Fall eine fette Sache, sodass ich natürlich weiß, ja, was soll ich hier im nächsten Let's Play so machen? Habt ihr vielleicht eine Idee? Wenn ja, schreibt es einfach hin. Wie ihr sagt, wir sind durch. Ich wünsche euch was. Bis dann. Tschüss.